So, ich grüße euch. Letztes Video, Yamaha YZF R3 RH12, Baujahr 2020. Heute geht es vornehmlich nur um optisches Tuning, was kann man alles bauen. Okay, ich habe eigentlich so gut wie fast alles jetzt dran, was man im Zubehörhandel kriegen kann, so einigermaßen legal. Ja, wir fangen einfach mal ganz schnell an. Ich nenne jeweils, ob eine E-Nummer da ist, ob eine KBA-Nummer da ist und ob der Einbau leicht, mittel oder sehr schwer ist. Wir beginnen einfach mal mit als allererstes den Hebeln. Einstellbare Hebel von Raximo, KBA-Nummer mit drauf, beide Seiten, Einbau, na, ich nenne es mal Mittel, ne? Wenn man weiß, was man macht. Hebelprotektoren Pro Brake, KBA-Nummer drauf, kein Problem, leichter Einbau. Dann habe ich neue Spiegel aus Frankreich, keine E-Nummer, keine KBA, aber ich denke, dass es da wenig Probleme geben wird, weil die Nutzungsfläche groß genug ist. Das sollte dem Gesetz genügen. Kurze Anmerkung zu den Spiegeln. Ich kann dadurch wesentlich besser sehen als in den Originalspiegeln, weil sie etwas tiefer liegen und dadurch auch bei abgeduckter Position alles zu sehen ist und auch bei aufrechter Position wesentlich geiler. Werden wie folgt angebaut. Einfach nur Trägerplatte mitbestellen. Da, wo die alten Dinger drin waren. Fertig. Sehr leicht Anbau. Dann natürlich optisches Tuning. Ich habe die Scheiben, Schrauben ersetzt im passenden Design, auch aus Frankreich. Links kann ich noch zupacken. Dann haben wir die MRA-Scheibe, KBA-Nummer drauf. Also kein Problem. Was haben wir noch gemacht? Die Blinker. Ja, sequenziell leuchtende Blinker. Einbau vorne relativ tricky. Also ich würde sagen mittel bis fast schwer. Für den Ungeübten, sonst mittel, sehr viel Fummelei, halbe Verkleidung muss ab, Katastrophe. Genau, dann habe ich, oh, da ist er ja, die Abdeckung, keine KBA, keine E-Nummer, Aluminium, Einbau, wenn man es einmal verstanden hat, wie, sehr einfach, hält auf jeden Fall wesentlich besser den Schmutz ab, als alles, was davor dran war. Dann haben wir kurzen Kennzeichenhalter, Einbau leicht, dann wieder sequenzielle Blinker, Einbau bei diesen hinten leicht, Verkabelung muss man sich durchfummeln, kein Problem. Dann habe ich einen Rückfahrscheinwerfer ersetzt, man wird es nicht glauben, ich zeige hier extra mal die E-Nummer, da ist die E-Nummer, ich zeige auch gleich warum. Dann haben wir hier den Auspuff, E-Nummer, kein Problem, optisches Tuning, Aluminium aus Frankreich, So, ich zeige jetzt, warum ich dieses Ding so genau zeigte. Ich mach's mal an, ihr werdet gleich sehen, warum. Blinker an. Seht ihr das? Ja, Deutschland zugelassen oder nicht, weiß ich nicht so genau. Ist auf jeden Fall eine E-Nummer drauf. Bezug ist Frankreich. Ha, na, andere Seite sieht es dann natürlich genauso aus. Ja. Wird man sehen, was die Rennleitung irgendwann dazu sagt. Im schlimmsten Fall sind es 15 Euro, glaube ich. Stilllegung nicht. Da muss ich nur drin zwei Kabel ziehen. Ich habe das extra so gebaut, dass ich dann sofort ran könnte, wenn ich angehalten werde und fertig. Darum habe ich auch nochmal schon mal abgedeckt. Und dann gucken wir einfach mal. Ansonsten, das war es eigentlich. Ich glaube, ich habe nichts vergessen. Aufwand insgesamt, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, was das alles gekostet hat. Ach, was ich noch dran hatte. Es gibt ja auch noch diese Flügel, die man hier ran machen kann. Gab es sogar mit E-Nummer. Ja, also vom Puig, glaube ich, war das. Da wird bei Louis mitgeworben, kein Kleben, nur Schrauben am Arsch. Die wird innen drin angeschraubt und hier wird geklebt.
Auf der linken Seite, Quatsch, nee, auf der rechten Seite ist es mir während der Fahrt abgefallen. Man merkt allerdings beim Fahren einen riesen Unterschied zu dem normalen Fahren. Man liegt satter auf der Straße. Das muss man so, also das muss man wirklich sagen. Ich habe es wieder zurückgeschickt, weil während der Fahrt abfallen geht gar nicht. Ne? Und ne. Ist mir zu gefährlich. Diskussion später auch mit der Rennleitung, trotz E-Nummer, weiß ich nicht so genau, weil da legen sie die Kiste ganz schnell mal still, glaube ich. Ja. Ansonsten, ich wünsche euch eine tolle Fahrt weiterhin. Ach, siehst du, ich habe noch vergessen hier. Die auch noch. Und da dann auch noch. Ne? Das ist so. Kinkerlitzchen. Was ich noch habe, ist eine Rändelschraube. Die habe ich noch in grün mittlerweile da, aus Aluminium. Und ich habe auch für den Öleinfüllstutzen habe ich in grün-blau auch noch da. Der eigentlich dann hierhin. Den habe ich nur noch nicht verbaut, das kommt. Na? Okay, ich wünsche euch alles Gute, macht's gut. Bis dahin, wenn Fragen sind, Fragen. Ne? Ciao.